Hey Leute, damit willkommen zu einem weiteren Video auf dem OK Gaming Kanal. Heute endlich mal wieder mit Clash Royale und dem neuen globalen Turnier. Das bedeutet, heute werden wir 15 Minuten lang im globalen Turnier Auswahl spielen und schauen, wer in der Zeit am besten abschneidet. Und heute zusammen mit Kitty und Jona. Hallo. Hallo. Okay. Damit würde ich sagen, können wir eigentlich direkt reinstarten. Wir haben mal wieder unseren Sponsor Fitbit am Starten. Und dabei werden wir heute wieder die Zeit auf dem Timer mit der Uhr mitstoppen. Und damit würde ich sagen, auf geht's, euch viel Spaß und lasst gerne ein Abo da für weitere OK Videos. Und go. Okay, 5 Minuten Zeit ist nicht viel, also ich würde vielleicht empfehlen, so ein bisschen auf 3 Kronen zu gehen, also... Ich spiel jetzt X-Bow. Hä? Ich sag nur, wir müssen auf 3 Kronen gehen vor allem. Hast du aber nicht ernst gemeint? Okay, Nein. Schade. Ja. Ich geh full 3 Kronen, ich geh Giant Sparky direkt. Wir spielen gegeneinander! LOL! Ich spiel gegen Kitty! Hä? Niemals! Das ist krass. Echt krass. Das wird jetzt ein spannendes Spiel. Ich habe ein richtig gutes Deck, meiner Meinung nach. Och man, es ist mein Game total aus dem Fokus. Das ist so kacke. Oh Gott, mein Gegner spielt Piglets. Wie spiele ich denn das jetzt ein bisschen? Was ist das für das? Ist schon vorbei bei euch? Ich hatte noch keinen Screen hier. Nein. Okay. Oh mein Gott, ich treffe den Turm. Nee. Oh mein Gott, der sprach hier direkt. Die Rakete. Nice. Also bei mir sieht es auf jeden Fall solide aus. Ich habe, glaube ich, direkt schon gewonnen. Das ist schön, weil das Ding ist, unser Game wird ja jetzt voll das Geschwitze. Also du hast ja vielleicht sogar voll den Vorteil. Ich habe mega den Vorteil, weil einer von euch aus dem Safe verliert. Das ist dann mega praktisch für mich eigentlich. Geil. Das muss öfters passieren. So, ich bin jetzt einen entspannten Riesen nach hinten. Aber das Ding ist letztendlich, wenn ich auch verliere, es kann einmal passieren. Mal schauen, ist der Draft. Spielt ihr eigentlich schon oder wieso sagt ihr nichts? Ich schütze dich gerade so hart rein oder was? Konzentriert hier. Das ist doch insane. Ich würde eigentlich jetzt gerne ein bisschen Commentary hören, aber irgendwie kommt da nichts. Ja, schwierig. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt nichts hören könnte, muss ich jetzt wissen, was vor sich geht. Ja, ich habe gerade einen wichtigen Lightning gespielt gegen ihren Ballon. Okay. Aber wenigstens. Ich mache jetzt einen Play, ich frost jetzt einen Turm. Zack. Oh je. Oh Gott, die Prinzessin. Oh ne, okay, schade. Doppelte Elixierphase jetzt. Ihr seid schon in der Doppelten? Ich bin noch nicht in der Doppelten. Perfekt. Musketieren ist eigentlich so stark, wenn man drüber nachdenkt. Das ist der jetzt kann ich sehen, danke. Sehr gut, weil ich habe mein Gamer sowieso schon gewonnen. Da kann ich aber dann bei euch zuschauen, ne? Ja, wobei gewonnen habe ich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, wenn ich mir das anschaue. Ich komme da nicht durch. Die Kanonenkarre nimmt mich komplett hops. Oh, diese Rekruten. Oh Gott. Ich bin noch ein Froster drauf, jetzt ganz ehrlich. Ich hoffe, der war gut. Oh Gott, ich verkacke das noch, ich sag wie es ist. Hey, bei euch ist da echt nichts passiert, ich seh's gerade. Nein, es passiert nichts. Spielt ihr überhaupt? Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Er drawt einfach. Ich weiß wie es ist. Oh je. Ich verliere gerade halt wirklich. Sekunde mal. Der Loon ist dran. Ich verliere gerade, wenn ich so weitermache. Och man, ist das nervig hier. Hey, wenn ich jetzt echt verliere, was mache ich dann? Bats machen es, die Bats. Frost. Ja, der Frost war gut. Der Frost, der war's. Oh, der Frost. Die Rakete bringt nichts. Giant an die Brücke. Yes! Okay, ich hab's. Nein, doch. Also was, okay, das ist bei euch sehr spannend. Ich sehe es gerade. Ja. Also ich hab einen ersten Win schon mal. Ich finde es sehr gut, dass ihr 5 Minuten jetzt spielt und einer von euch verliert. Ja, finde ich super. Ist total nervig. Wirklich. Ich gehe das nächste Game. Oh, der Lightning war gut, Jona, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ach so, lol. Okay, der war absolut lost, Jona. Ich nehm's zurück. Egal. Oh Gott, der Henker überlebt. Oh, ich weiß nicht, ob ich den noch gespielt hätte. Highbreaker wird das, sage ich euch, wie es ist. Oh, jetzt. Okay, der RG könnte natürlich jetzt spannend werden. Das ist einfach meine Taktik von früher. Einfach Königsriese mit Sparky. Oh mein Gott, jetzt müssen wir mal sein. Rein da, komm! Oh Gott. Das ist es. Oh, oh Gott. Let's go. Wichtig. Wie viel Zeit ich hier verschwendet habe, das ist ja unglaublich. Also das Gute ist, ihr habt jetzt nur noch 9 Minuten 40 laut meiner Fitbit, also ja, strengt euch gerne mal an. Und das ist das denn jetzt Magier? Gott! Und ich muss hier gegen Magier jetzt ran, das kann was werden. Magierheilerin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut ist. So, mega. Das hat ein Frost doch drauf gespielt, willst du mich verarschen? Der war gar nicht mal so schlecht sogar, wobei der war schon bad. Warum mein Gegner braucht so lange zu Was kommt jetzt? Fehlen. Der Typ hat einen Phönix, ne? Ich hasse es. Ja, können die diesen Emergency Nerf nicht schon früher rausbringen? Also, ich hab gesehen, der kommt morgen raus, ne? Auf Twitter. 10% weniger Leben. Weniger Schaden. 10% weniger Schaden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und dazu, das Ei ist nicht mehr so gefährlich, nicht gesehen. Das ist auch wichtig. Was mache ich denn jetzt dagegen? Der Typ spielt Heilerin E-Giant. Kann den auch kaum deffen. Was mache ich denn jetzt? Ich muss so einen Mega-Mini reinspielen. Oh Gott, was hast du denn für ein Deck bekommen, Jona? Ich seh's. Du hast Agent, Heal, Geist, Phoenix. Das ist aber richtig broken, oder?
Ja, ich hoffe doch. War ein Witz, ne? Ja, es ist komplett OP aus, ETF. Oh Gott, das ist halt schon wieder grauenvoll, ich sag wie es ist. Muss es Magier predikten. Oh, er hat einen Packer gegen meinen E-Giant. Das ist jetzt der hat Nado E-Giant bekommen, wie kann er auch so viel Glück haben? Klar hat er dann gewonnen. Ich hab auch Nado E-Giant. Hat er noch einen Wutzauber? Mach das Ding weg. Der ist respawn, ich kotz. Stopp, der ist dran. Stopp, der Turm ist weg. Wow. Das ist echt grauenvoll. Ein Problem. Ich hab auch ein komplettes Problem. Es ist absolut grauenvoll. Es ist wirklich grauenvoll. Also ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist... 1-0 hinten, chillig. Aber es ist echt grauenvoll. Der Typ hat ein komplettes Metadeck bekommen. Es ist insane, was soll ich machen? Was will ich da machen? Der hat noch einen Tornado. Willst du mich verarschen? Ich hab verloren. Ich hab einfach verloren, ich kann nichts machen. Draft ist so kacke. Draft ist so räudig. Ich fass es nicht, was soll ich machen? Der hat Magier, Tornado, Frost, Phönix. Was soll ich denn machen gegen so einen Scheiß? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Ich glaube, ich sollte eigentlich aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Fehler... Ich mache eigentlich einen Fehler, wenn ich jetzt hier spiele. Ich kann doch nur verlieren gegen so einen Scheiß. Stopp. Der muss auf. Ja, sehr gut. Oh, das war jetzt ein Fehler von ihm. Da habe ich einen... Jetzt habe ich einen Dings weggeblockt bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt. Dieser Kack-Phönix wieder. Die Hexe ist nicht tot. Die Hexe ist tot. Ich verliere. Ich verliere auch. Ich gewinne. Das kann nicht sein. Das kann wirklich gerade nicht sein. Ich kotze im Strahl. Ich auch. Dieser scheiß Phönix ist viel zu OP. Oh nein, ich glaube, ich bin hier doch. Ja, was soll ich denn machen dagegen? Ich hätte aufgeben sollen. Der hat Wutzauber Phönix Frost bekommen. Oh mein Gott, ich bin noch drin. Oh mein Gott. Letzte Sekunde. Ja, Yoda, du verlierst sowieso, ganz ehrlich. Was, Bruder? Also wir haben noch 6 Minuten jetzt Zeit. Du hast verloren, Jonas? Ja, keine Chance. Der Gegner hat E-Giant Frost Tornado Magier gehabt. Mit Phönix. Und Wutzauber. Und Heilerin. Heilerin auch noch, stimmt. Geil. Also das komplette Deck von Ivarotze für mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wird mir stinken an deiner Stelle. Das stinkt mir komplett. Ich verstehe auch nicht, wie ich das verliere. Was soll ich machen? Das ist so grauenvoll. Er hat vor allem so schlecht am Anfang gespielt. Jetzt komme ich mit Sparky Phönix. Das wäre das Witzig für den Gegner. Ich komme mit Sparky Phönix Elixier Golem. Und Log. Und dazu einen Erdbeben. Und dazu noch eine Heilerin. Ja, okay, das. Jetzt drehe ich den Spieß um. Nö. Gott. Ja, ich habe verloren. Eieiei, der Tornado hätte aber früher kommen können, Jonas. Habe ich gesehen. Der hätte früher kommen können, ja. Aber er hätte eh nur einen Lightning Cycle müssen. Das hätte ich nicht geschafft. Ja. Ich glaube, jeder von uns schafft noch 2 Games, wenn euch anstehen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Also mir soll es klappen, wenn der Gegner sich nicht so unfassbar lang mit diesem Kack-Draft beschäftigen würde. Der hat bis zur letzten Sekunde seinen Draft ausgenutzt gerade. Ich glaube, den werde ich sogar... Oh, wenn ich Glück habe, schaffe ich sogar noch ein Match. Ja gut, ein weiteres schaffe ich, glaube ich, nicht. Boah, der ist ja echt doof. Der setzt doch einen Bowler auf die andere Lane. Ich fasse es nicht. Das ist natürlich jetzt echt perfekt. Das gefällt mir hier nicht. Das wird richtig gut werden. Eine Flying Machine und ein Babydrachen. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Da ich auch leider keinen Phoenix Recycle. Aber wenn er es steffen kann, ist kacke. Dann ist wirklich kacke. Egal, Mega Minion. Jawoll. Jetzt loggen wir das einmal. Und jetzt gleich noch ein Phoenix dazu. Ja, Phoenix dazu. Phoenix ist so OP. Phoenix immer nutzen. Wenn es der Phoenix tankt, sehr gut, macht er auch. Pfeile. Ach, kacke, nein, das reicht nicht. Ach, das ist räudig. Das ist echt räudig jetzt. Oh, das tut weh. Das wäre mir auch grauenvoll. So ein riesen Elixiervorsprung. Das wird mit stinken an deiner Stelle, sage ich, wie es ist. Es stinkt auch, bin ich ehrlich. Ey. Was soll ich denn gegen diese Kack-Flying-Maschinen machen? Es ist grauenvoll. Ich muss irgendwie sowas machen, vielleicht. Egal, der ist gestorben, sehr gut. Jetzt gibt's wieder den fettesten Elixier-Golem-Push. Oh, jetzt hat der auch noch einen Magier, Mann. Ey. Ich höre Freude raus bei dir, Jona. Nein, doch. Ja, klar. Er predicted gefühlt mein Dart Goblin. Ey, was soll denn das? Oh, let's go. Das ist gut. Jetzt lauere ich das noch weg, das Ding. Jetzt gibt noch einen Healgeist dazu. Einen Sparky, ich hab's. Wenn ich jetzt 3-1 mache, dann habe ich die beste Ausbeute von uns. Schon mal sicher. Okay, ich pumpe. Ich nehme Grabsteinpumpe. Grabsteinpumpe Friedhof. Grabsteinpumpe Friedhof mit Valkyrie. Grabsteinpumpe so Friedhof mit Frost. Grabsteinpumpe Friedhof mit Skelly Drex. Ich hab ihn. Mega Minion also und Luftpost. Starten, ne? Ja. Ja, also 2 Minuten sind es noch. Ich glaube, ich frage es eher, ob Jona noch eine Runde starten kann. Da wird es am spannendsten. Ja, das wird sehr eng. Ja. Also Fokus gerade auf Jona auf jeden Fall. Deine Kack-Mutterhexe, willst du mich verarschen? Stopp. Ey, es ist dieser Magier, der nimmt mich so auseinander, Mann. Oh, ey, das kann doch nicht sein. Oh.
Das hat er ausgerechnet Mutterhexe genommen. Jetzt habe ich einmal Friedhof der Tätigkeit Mutterhexe und Feuerwerk hier, nicht kurz im Strahl. Oh, aber die wird's echt spannend, ich sehe es gerade. Ach, das ist komplett durch. Nice. King ist an. Das ist gut. Und jetzt wird gepumpt. Jetzt wird fett gepumpt, sage ich euch. Ja, erstmal abwarten. Jetzt. So, erste Pumpe ist drin. Das ist eine gute Ausgangslage. Hey, du hast doch gewonnen, so. Oh nein. Oh Gott, ich seh's. Oh mein Gott, Jona. Ach nein, mein Gegner hat mich gleich. Schaffst du das? Einleiten reicht. Der reicht nicht, der Fall. Weil ist er doof? Der ist doof, der Gegner. Och, der blitzt bei mir. Ich hab auf dich geschaut. Der war gar nicht bei mir. Bei dir. Oh, ich hab meine Pumpe weggeblitzt. Let's go. Ich hab's. Ey, das kann nicht sein. Wie lange haben wir noch? Oh, du hast noch Zeit. 50 Sekunden. Oh, und ich hab grad gefrostet. Der bringt noch. Der Eiskolum war so unnötig. Wieso hat er den gebracht? Und dann bring ich in der Sekunde den Frost. Dann ist der Eiskolum komplett OP gewesen. Oh, das wird richtig eklig. Aber ich glaube, Overtime kann ich gewinnen mit dem Frost. Der Frost-Friedhof-Kombi. Oh, so ein ekliger. Eine Pumpe hinten. Ich hab so ein dummes Deck. Du hast Phoenix bekommen, Jona. Sag mal nichts. Seh's ja, dann hast du aber auch nicht automatisch gewonnen. Bisschen schon so. Halbwegs. Zeit ist um. So, die frosten wir jetzt. Da sehe ich, da kenne ich jetzt gar nichts. So. Kacke. Kill die. Was sind das denn für Schwitzer? Ich fasse es nicht. Der nächste Lightning rein. Das ist so grauenvoll. Muss man jemanden hinsetzen. Was sind das für Pfeile? WTF? Nice. So, jetzt geht's rein einfach. Komm bitte. Ich hoffe einfach, dass er dumm ist. Ich spiele jetzt einfach direkt einen Frost auf die Mutterhexe, sobald die da ist. Da ist sie. So, zack, raus. Let's go. Nice. Oh, was ein gutes Mega-Minion von mir. Och nein! Ich geh nochmal rüber, ich fass es nicht. Gott, ist das gerade eklig. Was ist denn da los? Da hab ich aber Kyrie jetzt. Ich muss das holen. Doppel-Mutterhex. Ah ne, ist keine Doppel, ist nur eine. Muss ich frosten eigentlich. Killt die doch jetzt mal. Es kann doch nicht angehen. Was machen die denn? Ey, das ist so grauenvoll bei mir gerade. Die hat mich, glaube ich, komplett outpicked irgendwie. So grauenvoll, was mache ich denn jetzt? Luftpost. Ja. Luftpost muss carry ihn jetzt, bitte. Bam, mach die weg. Sehr gut. Das war wichtig. Pfeile sind in Ordnung. Das ist ein Mega-Minion drauf hat. Oh, die Valkyrie carried. Das war ein Fehler von ihm, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich, komm. Schlechter Lightning, jetzt kann ich reingehen. Komm, da oben, das sind ein paar Skellies. Oh, kacke, das gibt's doch gar nicht. Oh, er bringt auch Pfeile. Oh mein Gott, wie lost ist er denn bitte? Mit Skelly-Drex hinten ist rein. Ja, okay, der Phoenix ist schon broken. Oh, let's go. Ist völlig egal, Henker, frosten wir. Oh, nice. So ein gutes Spiel. Viel Glück. So ein gutes Spiel. So, ich schau dir zu, Jona, du hast schon so gut wie gewonnen. Schade. Das sollte eigentlich durch sein hier, ja. Ja, der Mortar nochmal, nee. Sehr schön, das haben wir. Der Phoenix gecarried, ne? Das Deck war auch gut, sehe ich von dir. Wow. Das haben wir, wow. Bin gleich auch fertig. Ich hab's gleich. Oh mein Gott, dass ich das doch gewonnen habe. Ich glaub's nicht. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott, ist okay. Das toll. Stehen wir jetzt alle 3 zu 1? Ja. 3 zu 1, alle? Ja. Moment, ich schau. Sollen wir nach Zeit machen? Wer zuerst durch war? Ja, 3 zu 1. Oh nee. Okay, sagen alle haben gewonnen. Ich will nicht immer Letzte sein. Sagen alle haben gewonnen. Okay. Ja. Würde ich sagen, heute haben alle gewonnen. Wir haben uns entschieden. Und ja, alle 3 zu 1, solide, würde ich sagen. Lasst gerne ein Abo da. Schaut noch im Abschnitt vorbei und noch rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.